Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS22 auf der NDS-Map. Wir sind hier gerade beim... Oh, Moment. Beim Sorghum ernten. Und zwar hier im Class Lektion 8900 mit 10 Metern Arbeitsbreite. Der New Holland hat den Überladewagen. Ich probiere Überladewagen bis Autodrive und da unten stehen zwei Autodrive-Fahrer, die es abtransportieren. Mal gucken, weil der eine ist dann zur Überbrückung da. Falls der Überladewagen noch voll ist, wenn der Erstabfahrer voll ist. Oder er noch Reste hat, der Überladewagen, dann kann er gleich in den nächsten und ist wieder bereit für den Drescher. Und wir dreschen erstmal am Stehen ab. Bei dieser Class Mod Pack. Die dreschen mit der Bunker ganz schön langsam ab. Muss man ehrlich sagen. Sag mal so 52.000 haben wir gleich. Also wenn wir Abfahrer und Überladewagen nehmen. Und hier sieht man ja schon mal ein Stück weg, da ist aber noch ein Stück und wir haben noch mal ein Feld mit 128. Ich guck mal kurz. Mit 17 Hektar, das hat ja hier 11 Hektar, also noch mal nochmal 6 Hektar ungefähr mehr. Wie gesagt, und die Abfahrer, die fahren dann auch erstmal einlagern. Mal kurz gucken. Wir fahren einmal noch hoch. Und dann irgendwo hier rein. Wir fahren noch mal ein Stück weiter hoch. So, dann lassen wir ihn mal so, Tempomat. Ich hätte vielleicht noch ein Stück weiter fahren können. Ein Stück tiefer. Und was das Gute, ich weiß nicht, ob das für alle Drescher gilt oder für alle Abfahrer. Ich habe einen Tempomaten drin und wenn ich auf Gas, also vorwärts fahren drücke, fahre ich auch schneller. Aber der, wenn ich wieder runtergehe, geht er wieder auf den Tempomaten. Das ist eigentlich das. Mal die Haspel noch ein Stück runter. Die Haspel eigentlich wie ihm echt angepasst, wenn ich schneller fahre, dass sie sich schneller dreht. Wie gesagt, hier glaube ich, hatte ich nachher Raps, Weizen, Gerste.
So. Ah, ich hätte vielleicht nicht bergauf fahren sollen. Dann können wir jetzt gleich einmal gucken. Dann nehme ich, wenn ich jetzt hier wenn Gas bestimmt. Tempomat ist ja noch aktiv, aber er fährt jetzt nur 4,5. Umso langsamer ich drücke. Wer übernimmt denn das Pedal? Also ich sag mal der Abtempomat ist erstmal nur zweitrangig. Wenn ich hier guck, 1, 2 km/h. Und wenn ich wieder runtergehe, fährt er wieder die 8 km/h. Und wenn ich rückwärts drücke, dann und natürlich in dem Pack ist einmal manuelle Schneidwerkshebung oder normal über V. Gleich einmal abbunkern. Machen wir schon mal das Rohr raus. Da kann ja Überladewagen kommen kann. Wie gesagt, und der Deutsche und wir sind die Abfahrer. Komme ich bis unten? Na komm, fahr unter. Was macht er denn? Na komm. Warte, dann fahren wir. Das Stück jetzt noch weiter und dann probieren wir noch ein Stück hoch. Das ist eins dieser Blöde manchmal an den. So, jetzt bleibe ich mal hier stehen und lass sie mal machen. Ja.
Und hier sieht man ja, kann runter, hoch. Jetzt fahren wir aber hier nicht im Drescher rein, Junge. Jetzt werdet ihr mal sehen, wie langsam der ist. Der bunkert echt relativ langsam ab. Und dann können wir vielleicht sehen, wie auch der erste abfahren, wenn wir den Überladewagen voll kriegen. Oder ich probiere mit Fahren, während das Fahren abladen, aber dann müsste ich den Tempomaten ziemlich reduzieren. Bis hin, dass ich bald stehe. Weil ihr seht ja jetzt 64, 63. Etwas stoppen sollen, wie lange er braucht. Aber jetzt hier hinten. Okay. Können wir ihn. Wie gesagt, ich habe denn jetzt hier für Auto 3 für den Überladewagen noch einen extra Kurs neben die beiden gemacht. Der fährt jetzt zu der rechten Position. Zum Ü1-Punkt, wie gesagt, bei Mario Hirschfeld müssen wir gucken, der hat Autodrive-Tutorials gemacht, da habe ich das nämlich her. Das muss sein Startpunkt, jetzt klappt er ja das Rohr raus und Ü2 ist dann die Ladeposition oder Überladeposition. Das ist im Endeffekt diese Einstellung abholen und liefern. Sprich, er holt ein Silo ab und liefert zu einer Verkaufsstelle. Das machen die drei gerade so unter sich aus. Also rein theoretisch ist denn der Überladewagen so ein Silo. Bloß der würde, wenn er noch nicht leer ist, der Überladewagen, würde der dann so lange warten, bis er leer ist und würde dann weiterfahren. Deswegen der John Deere noch dahinter. Guck, der ist jetzt voll. Und jetzt müsste der John Deere sich wieder einreihen. Die sich nicht behindern gegenseitig. Jetzt müsste er ja rein theoretisch überladen. Man muss eben so ein bisschen gucken, dass die sich nicht gegenseitig blockieren. Aber das funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das irgendwie so klappt. Aber ladet der über? Das ist jetzt die Fangfrage. Ah, das war klar. Weil der John Deere halt ein anderer Traktor ist.
Und wie gesagt, hier seht ihr denn, das sind zweimal Auto 3 für Abfahrer und 1-2 für %65. Komm, wir machen das mal ein bisschen länger, dann können wir das mal über. Wie gesagt, die müssen ja nur so die Punkte treffen, dass beide Abfahrer. Idealerweise ist, wenn die Traktoren beide gleich wären. Wie gesagt, dann fährt er jetzt auf seine Ausgangsposition Ü1. Deswegen habe ich so eine Schleife hier auf dem Feld gemacht. Oder ich hätte eher vielleicht. Aber vielleicht, solange ich das Rohr nicht rausmache, bleibt mal stehen. So, das machen wir mal aus, das Ding. Dann müsste jetzt der Überladewagen ja wiederkommen. Wie gesagt, er muss immer mal ein bisschen rechnen. Ich kann ja auch nochmal das hier machen. Außer, dass er hier manchmal so komisch stoppt. Achso, und ich habe nochmal das Rohr hier geändert bei den großen. Ich habe bei den Class Lexion hier einmal das ganz große Rohr, weil ich glaube, der hat immer die Kollision vom Mähweg erkannt. Da kommt jetzt der nächste. Jetzt hat er so lange gewartet, bis er leer geworden ist. Wie gesagt, das sind dann halt ein bisschen Personalkosten. Aber egal. Dann hoffe ich, dass das jetzt andere alles so passt. Aber ich muss den Überladewagenfahrer ein bisschen weiter nach hinten noch, dass er vielleicht mittig von Hänger ist. Der ein bisschen Zeit hat, immer noch zu erkennen. Ich sag, mit dem manuellen Schneidwerk ist alles geil. Aber dass er halt so langsam abbunkert. Hat immer die Taste. So.
15, 16, 14, wie gesagt, der ladet echt langsam ab. Und ich glaube, für die nächste Saison nehmen wir auch so ein 77 oder so. Warum fährst du jetzt, Minion? Ich bin noch nicht ganz leer. Wie gesagt, hier werden wir dann demnächst auch den Mocha nochmal rüberjagen. Dass wir dann hier Weizen, Raps und eine ganze Gedöns mal noch reinkriegen. Was der Nachteil ist, ob der Glas-Aktion das schafft. Dann haben wir nächstes Jahr auch noch Weizengerste, Raps dazu. Und ich überlege auch noch andere Sachen. Steche ich einmal gleich durch. So, ich muss die Dings, die wie gesagt, jetzt würde hier geht der Tempomat wieder rein. Irgendwo hier. Okay, das war voll daneben. Machen wir mal das. Muss das hier mal ausmachen. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Sorghumhirse? Haben wir denn noch so zu dreschen? Das ist runter. Hier Sorghumhirse. Ah, ich habe 3 Felder mit Sorghumhirse noch. Die 126 hier oben. Hier ist Mais, Rüben. Ach so, ja, Bohnen, genau. Überlegt dann hinterher vielleicht noch ein paar Felder zu kaufen oder zu mieten oder kaufen und mieten. Und vielleicht noch 2 größere Felder dazu, irgendwas bei 20 Hektar denn. Wie gesagt, das Prinzip funktioniert eigentlich jetzt recht gut. Ich habe immer so einen Abfahrer für meinen Drescher, auch wenn wir gerade im Stehen abtanken.
einmal das runter. Also wie gesagt, wir haben jetzt sie. Na, hier. Dieser Essen 52.000. Ich sag mal, hier würden wir 730 bekommen. Also 300, 400 Euro fast mehr. Oder 300 Euro. Was war da der Verkaufspunkt? Ja, auch Januar, Dezember. So, Entschuldigung. Sieht man gar nicht im Spiegel. So, ich werde das Feld noch fertig machen. Ich denke mal, wir werden uns beim nächsten Mal noch wiedersehen. Und dann schauen wir mal, was das Feld hier so gebracht hat. Wenn ich dran denke, mir das zu merken. Ich sage schon mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und mach's gut.